Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Amateurinnen und Amateure, es freut mich, Sie und euch bei meiner Neujahrsrede 2020, 2021 begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, dass auch Sie, dass auch ihr da ein Auge drauf werft. Ja. Freut mich sehr. Und bevor ich vergesse, zu allem, was ich so sage, gibt es da unten, ja, also unter dem Video, nicht unter eurem Monitor, und also dann gibt es links gibt es da, links zu den ganzen Themen. Und ja, dann schauen wir mal. Das Jahr 2020. Woran denken wir zurück, wenn wir das Jahr nochmal Revue passieren lassen? Uns erinnern, denken wir vielleicht an die Sommermonate. Oder an den neuen Film, der meine Kritik schon sendelos wurde und in dem auch ich mitspielen durfte. Mehrere Infos gibt es. Woran aber denken wir noch? Denken wir zum Beispiel an diese Dinge? Ja, ich denke, auch darauf sollten wir dringend schauen. Denn auch diese Themen gab es und die sind wichtig. Ah, jetzt fällt mir ein, was ich vorhin noch vergessen habe. Der Film, bei dem ich mitspiele, um welches Thema das geht, ne? Und Faschismus erkennen, ne? Solche Dinge, darum geht es. Und zu den drei Stichworten, die ich vorhin eingeblendet habe, gibt es ebenfalls links unten links. Ja, und dann gab es natürlich sozusagen noch ein virales Thema. Ihr ahnt es schon. Zu diesem Thema habe ich im vergangenen Jahr einiges gemacht. Zum Beispiel gibt es eine Moschion, beziehungsweise zwei. Die kann man sogar kaufen oder im Produkt erhalten oder natürlich kostenlos als PDF. Dann habe ich dazu auch noch einen Song gemacht. Ja, Corona statt nicht ein. Ja, Corona statt nicht ein. Den darf man sich gerne anhören. Und ich freue mich, wenn ihr das tut. Eine Petition zum Thema habe ich ebenfalls veranlasst. Und da ging es speziell um
Maßnahmen in Schulen und um Fake News. Näheres dazu erfahrt ihr gerne auf meinen Blogseiten. So viel vorweg, ich bin erstaunt, wie viele Menschen oder Institutionen bis heute nicht reagiert haben, obwohl bei einer Petition, zumindest bei staatlichen Stellen, ein Anspruch auf eine Reaktion gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich werde weiterhin berichten. Fake News, ein gutes Stichwort. Auch dazu habe ich einen Link für euch. Und da gab es eine Ausstellung, oder gibt es immer noch, in meiner Stadt hier in Ludwigshafen. Ist diese Ausstellung bis zum 9.1., aber auch an mehreren anderen Orten in der Bundesrepublik. Informiert euch gern weiter. Es lohnt sich wirklich. Auch ich habe da noch Details erfahren, die eins allerdings muss ich jetzt mal sagen und erklären. Viele sagen, es gibt jetzt so viele Aluhüte und immer mehr und immer verrücktere. Und das sieht man ja an den Facebook-Posts und ansonsten auch im Netz. Und zum Beweis werden dann auch so Fotos wie dieses hier gezeigt. Dazu muss ich allerdings sagen, das stimmt nicht. Es gibt nicht mehr Aluhüte, also es gibt eigentlich kaum Aluhüte, ne? Weil, das ist mal ganz im Ernst, ich zeige euch nochmal das Foto. Sind das Hüte? Hüte? Wirklich? Nein, das sind keine Hüte. Das sind vielleicht missratene Zipfelmützen oder mentale Fickenhauben aus Alu. Das hier, meine Lieben, das ist ein Aluhut. Die sind nicht mal fähig genug, sich einen echten Hut zu konstruieren. Aber ich setze mir den natürlich eben nicht auf. Ja, das wollte ich richtig stellen. Mein neues Mikrofon habt ihr auch schon gesehen, mit Hall-Effekt. Und von daher bleibt mir nicht mehr allzu viel zu sagen. Mein Appell an euch, wie jedes Jahr, ein Buch mehr lesen als ursprünglich geplant und einen Euro mehr spenden als ursprünglich geplant. Guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Und ich denke,
Das war's. Alles Gute in allen Welten. See you.